eine Stadt. Unter einer vielbefahrenen Brücke lebt ein Mensch, den ich lange nicht beachtet habe, obwohl ich oft an ihm vorbeigegangen bin. Irgendwann auf meinem Heimweg bin ich auf diesen Mann zugegangen. Ich habe ihn gefragt, ob ich ihm helfen kann, von der Straße wegzukommen. Und damit begann die Freundschaft zwischen Wolfgang und mir. Moin. Und? Wie war die Nacht? Ach, tschüss. Ja? Beschissen war heute Nacht richtig. Wie kommt's? Doch, ist da hier laut. Die Busse und so, die machen einen Lärm. Das ist schlimmer als wie ein Ameisenhaufen hier. So. In wie vielen Jahren bist du denn sozusagen Landstreicher geworden? Oder? Also sagen wir mal Berber, das hört sich besser an. Mit Unterbrechung 15 Jahre. Weil ich glaube, liebe doch die Freiheit. Ohne, dass man seine Befehle hat, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Das kannst du auch hier nicht. Du bist hier frei wie ein Vogel. Kaffee ist schon fertig. So, ein Kaffee. Dankeschön. Ich habe keine großen Ansprüche. Was Wohnung betrifft, schon. Wäre das so ein Traum? Eine Wohnung? Oder? Ja, also das wäre schon mal was für mich. Wo ich auch sagen kann, jetzt mit meinen kaputten Knochen, dass ich irgendwo mal zur Ruhe komme. Und dann heißt es, ade, schöne Welt, es muss ich festmachen. Ja, und jetzt sucht man natürlich verzweifelt, eine Wohnung zu finden. Ne? Aber das ist hier in Köln sehr schwierig. Das ist morgens immer hier ein Problem. Nur das muss ja ein bisschen ordentlich aussehen. Die Platte muss für mich sauber sein. Ich bin überrascht, dass Ordnung für ihn so wichtig ist. So, müssen wir in die S-Bahn rein. Weil ich habe ja eine Monatskarte, also da ist es nicht ganz so schlimm. Ja, gut. Die kostet ja knapp 30 Euro. Und wie viel hast du im Monat zur Verfügung insgesamt? 359. Und was geht alles von ab? Tabak geht ab. Also Tabak geht ab. Und Kaffee, was man so in Nötigem braucht. In Köln ist Wolfgang zufällig gelandet. Er zeigt mir, wie sein Leben hier funktioniert. In einer sozialen Einrichtung wäscht er sich, holt die Post und bekommt auch etwas zu essen. Nö, ist nicht viel drin. Ist nicht viel drin. Rechnung, also Quittung und Geld ist drin, aber sag ja, ich brauche ja nicht viel. Ich brauche nicht viel. So, einmal zahlen, junge Frau. Ist denn Armsein schlimm für dich? Nein. Hattest du denn schon mal viel Geld? Ja, ich habe im Monat 4.500 bis 5.000 verdient auf Montage. Und daher weiß ich, wie die Angelmedaille aussieht. Was genau hat dann dazu geführt, dass du gesagt hast,
ich suche mein Glück auf der Straße. Erstmal, dass meine zweite Frau mich verlassen hat. Und tja, dann habe ich die Wohnung verloren. Durch den Alkohol auch. Und dann bin ich immer tiefer gesackt. Ja, und so bin ich dann auf der Straße gelandet. Ich begleite Wolfgang zu seinem Wohnbetreuer. Der versucht schon lange, ihm eine Bleibe zu besorgen. Das ist mein Pakt jetzt dabei. Das ist ein sauber ausfüllt. Wie schwierig ist es für Sie jetzt, für den Herrn Krocke eine Wohnung zu finden? Also wir haben jetzt 6 Monate bemüht und wir hatten mindestens 13 Mal irgendwo mit welchen Stellen Kontakt, wo wir dann jeweils Absagen gekriegt haben. Wie würde man das Klientel beschreiben? Mit Versehen sprechen an die Leute teilweise ihre Freude zugeschüttet. Je nachdem nach den Lebensumständen resigniert, alleine, geschieden. Schwierig. Die Klientel ist halt, dass die Leute unzufrieden sind. Und vor allen Dingen, die Einsamkeit ist das Schlimmste. Des Menschen ist tot, sagt man so auf Deutsch. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einsam ist. Moin. Moinsen. Moin. Oh, oh, Kamera. Oh. Jo. Was macht Wolfgang eigentlich den ganzen Tag? So. Er nimmt mich mit zu seinem Berberkumpel Siggi. Man trifft sich zum Arbeiten. Altmetallverwertung, ein kleines Taschengeld. Aus. 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 Wie lange kennt ihr denn den Wolfgang schon? Wie lange kenne ich den Wolfgang? Bisschen über ein Jahr jetzt kenne ich den Wolfgang. Und als Typ, wie würde man den beschreiben? Man merkt schon, dass er sehr, sehr eigenbürgerlich ist und auch ein bisschen schrullig, ein bisschen verschoben ist. Ich meine, er ist ja auch in einem gewissen Alter. Die Nächte sind kalt mittlerweile und genug Bekloppte laufen draußen rum. Das Straßenleben ist nicht einfach. Wir haben keine Wohnungstür, die wir hinter uns zumachen können und so, ja? Boah. Geschafft? Ja. Ich sag mir immer, halt, du warst Alkoholiker, du kannst da jetzt drauf verzichten und die anderen können sich totsaufen. Das ist mir egal, was die anderen machen. Das heißt aber, du trinkst jetzt nicht mehr? Nein, über 11 Jahre jetzt ist es und ich bin ganz froh, dass ich da aufgehört habe. Ja. Was ist die Folge gewesen vom Alkoholkonsum? Ja, Albträume, Angstzustände. Depression, aber Gott sei Dank bis jetzt konnte ich das abwenden, weil das endet nämlich im Tod oder versuchten Tod, suizidgefährdet, sagt man. Hast du denn Angst vor dem Tod? Nee, vom Tod habe ich keine Angst, aber vor das Leben. Und das hat mich eigentlich geprägt, die ganzen Jahre. Weil ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen. Ja, vom Tod hat man Angst. Also ich habe keine Angst. Ich war schon da unten beim Deibel. Sondern werde ich auch wieder hinkommen beim Deibel. Wolfgang ist nach einem Klinikaufenthalt seit 11 Jahren trocken. Er muss einen enormen Willen haben. Nur das Rauchen will er auf keinen Fall aufgeben. Ja, jetzt geht's nach Hause, auf der Platte. Ich will Wolfgang helfen, frage mich aber, ob er überhaupt ein bürgerliches Leben nach meinen Maßstäben will. Trotzdem habe ich eine Wohnungsbesichtigung für ihn organisiert. Also da schätze ich mal, dass das da oben ist, wo keine Gardinen sind. Wollen wir mal schauen. Gucken Sie schon mal um. So sehen unsere Senioren aus. Das ist eine Einraumwohnung.
die dann meist über eine separate Schlafnische verfügt. Das ist dann ja, dieser das, Bereich. Ja, ja das, da haben wir ein Problem, wie man meint. Warum? Weil ich bin 16 Jahre ungefähr auf der Straße, immer eine frische Luft. Also das heißt, ich brauche eine Wohnung, wo A, das Schlafzimmer ein Fenster hat, um immer frische Luft zu haben und plötzlich in so eine Wohnung reinkommt und die Wohnung ist warm, dann kriege ich auf ein Bronchien Schwierigkeiten und dann geht mir Schweißausbrüche rüber und dann ist das weg. Dann laufe ich aus der Wohnung raus, weil das ist nichts für mich. Ja. Wir können ja mal gucken, wie Sie sich dann letztendlich gestalten, bleibt ja Ihnen überlassen. Ja, ja, genau. Sie kriegen dann schon Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. Ja, das ist Schwierigkeiten kriege ich, das weiß ich. Das ist auch. Das liegt jetzt gar nicht mal daran, dass der Vermieter Sie nicht möchte oder nicht. Nee, nee, nee. Sondern nee. Das fängt ja schon mit Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen an. Ja, gut. Wie sollen wir bloß für knappe 300 Euro Mietzuschuss eine Zwei-Zimmer-Wohnung finden? In Köln. Wolfgang will ja hier nicht mehr weg. Wir haben uns ja mehrere Wohnungen angeguckt und da waren ja nur eben ein riesengroßes Zimmer, kein Schlafzimmer richtig und wo ein Fenster drin ist. Und das bringt ja auch nichts, weil ich würde da nämlich Platzamt kriegen, wenn ich da drinnen wohnen würde, weil die ganze Wohnung dann ja geheizt wird. Und das ist kein Anspruch und das ist kein Luxus. Also das ist das, was man wirklich als Mensch braucht, wo man sich auch, sagen wir mal, wohlfühlen soll. Es wird nichts. Unser Kontakt bricht ab. Erst ein Jahr später will mich Wolfgang plötzlich wiedersehen und in seine Heimatstadt Holzminden mitnehmen. Wolfgangs Eltern leben nicht mehr, aber ich hoffe, dass der Besuch in Holzminden mir Wolfgangs Vergangenheit näher bringt. Warum fahren wir jetzt nach Holzminden? Ja, um meine Tante zu besuchen, zum Geburtstag auch. Und ja. Freust du dich denn, nach Hause zu kommen? Nö. Warum nicht? Eigentlich, weil ich damit abgeschlossen habe. Auch über die Ehe, wo meine Frau abgehauen ist. Da überhaupt mit fertig zu werden. Und du hast mit den Frauen auch Familie gehabt, oder? Ja, mit der zweiten nicht. Das heißt, du hattest zwei Frauen und mit der ersten Kinder? Ja, zwei. Und die sind alle zurückgeblieben? Sind die jetzt da immer noch da, oder? Wo meine Tochter ist, weiß ich nicht. Und mein Sohn, weiß ich nicht, wo der ist. Nächster Halt, Holzminden. Dieser Zug endet dort. Ach, komm rein, mein Junge. Ja. Ich bin gerade. Ach, der ist ja nicht schlecht, oh, Tante Annie. Ich hab dich doch angerufen gestern Abend. Ja. Oh, oh Mensch. Nee, jetzt will. Oh, nee. Ha. Haben wir doch gesagt, so. Dankeschön. Mehr nicht, das esse ich alleine. Nach erstmal. Nach. Ich wollte mir gerade ein Brot machen, aber mache ich nachher. Mutterliebe ist bei 8 Kindern ein bisschen schwierig. Und Tante Anni hat das so ein bisschen aufgefangen. Meine Mutter war in einer Holzfabrik am Arbeiten. Und Tante Anni hat für uns Essen gekocht. Für uns 8 Kinder und ihre 4. Und dann kannst du dir vorstellen, was da los ist, wenn du so eine viele Bande hast. Und wie alle mit deinen Hut kriegen, das ist schwierig. Was ich noch sage, ich wollte doch noch was sagen. Und wo bist du jetzt? Immer noch unter? Immer noch unter die Platte. Oh. Unter der Zugbrücke. Ja, Mensch, es ist doch aber kalt. Ja, es macht doch nichts. Was macht denn das schon? Dann bin ich erstmal platt, Mensch. So, Tante Anni, ich verkrümel mich jetzt, ja, weil ich ja noch eine Verabredung habe. Ja, ja. Oh, Mensch, Wolfgang. Wann sehen wir uns mal wieder? Wenn ich von Stuttgart zurückkomme. Oh, was willst du denn da?
zum Berbertreffen. Oh Gott, nee! Ja. Such dir eine Wohnung! Das Scheiß auf ja. diese Berber-Dinger da! Tschüss, mein Junge. Alles klar. So. Macht's gut. Ja, wir telefonieren miteinander, ne? Halt die Ohren steif. Jo, mach ich. Tschüss. Tschüss. Mensch. Mich tut ein weh. Ich kann ihn auch nicht aufnehmen. Ich hab selber mit mir zu tun, ne? Und er ist kein schlechter Mensch. Er hat nur eben schlechten Umgang. Und er ist nicht fähig, den Nein zu sagen. Er meint, wenn einer mit ihm spricht, oh Gott, ja, der meint's gut, aber es meint nicht jeder gut. Er ist in schlechte Gesellschaft gekommen, ist er nicht zur Schule gegangen und haben auch dem mal ein bisschen Randale gemacht. Nicht keine bösen, gar nichts. Also ein bisschen frech anderen. Ich kam dann auch nicht mehr gegen an. Ne? Ja, und die Eltern haben denen auch gesagt, das ist unsere Sache. Ich kann nicht mehr, hat denen die Mutter gesagt. Ne? Den muss er weg ins Heim. Wo sie den Bescheid kriegte, dass er ins Heim, also ich bin bald zusammengebrochen. Er hat eben immer gesucht, mütterliche Liebe, väterliche Liebe, also eine anständige Pleibe. Jetzt geht es wieder los. Eine Unterkunft muss her. Unsere Dreharbeiten haben eine Wohnungsgesellschaft von Wolfgang überzeugt. Das hilft. Ja. Guten Tag. Kommen Sie mal rein. Ja. Dann darf ich mal weiter? Ja, sicher. Da links ist das Schlafzimmer da. Ja. Also kriege ich das 1,40 mal 2 Meter kriege ich rein. Ich sehe, Sie haben das ungefähr das Gleiche. Ja, das ist das Größte, ja. Ja. Nö, nee, die Wohnung ist also optimal. Wie gesagt, hier. Gut geschnitten. Da muss ich mir nur die Küche nochmal angucken. Hör ich jetzt daraus, dass du diese Wohnung nehmen willst? Ja, bleibt ja nichts anderes übrig. Will ja von der Platte jetzt mal endlich weg. Gut, jetzt erstmal muss ich noch kriegen, wahrscheinlich. Ja. Na, die hat man ja im Kopf, wie eine Wohnung aussehen muss, wenn man sie sieht. Ja. Das passt dahin. Ja. Das passt dahin. Und ich sterbe hier so und so drin. Also ausziehen tue ich ja nicht mehr. Ja, ich werde 60, also da gibt es 30 Jahre ich noch. Ich werde auch 60, hoffe ich nicht. So schnell stirbt man nicht. Ja, eben. So leicht geht der gar nicht. So leicht geht das nicht. Wolfgang will umziehen. Ich freue mich, vielleicht mehr als er. 2 Wochen später ist es soweit. So. Wie fühlt sich denn am Tag das Umzug? Oh, ganz gut. Ich bin froh, dass ich eine Wohnung habe. Er hat ja auch ein Auto. Da kann man auch noch was reinpacken. So, wir haben das Ganze. Mein Gott, hat er es voll. Ja, da kannst du mal sehen. Was man alles so geschenkt kriegt. Ja, Elvis, den Vogelkäfig stellst du hier bitte rein. Vogelkäfig? Ja. Ja, wo ist der Vogel dazu? Ja, der kommt noch. Na, wie ist denn das so mit Schlüssel plötzlich? Ja, das ist. Verlierst du ständig wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wer 20 Jahre keinen Schlüssel hatte. Ja, da muss ich mir noch so ein Piepfahren dran machen, dass ich ihn wieder finde. Nach 4 Monaten besuche ich ihn. Na? Wenn ich doch schon mal in der Ecke war, habe ich gesagt, guck ich doch direkt beim Herrn Krobbel vorbei. Hallo, komm rein. Beim Herrn Mieter Krobbel. Wow, auf jeden Fall aufgeräumt. Ja. Jetzt muss ich hier noch dies machen hier. Wow. Ja. Ja. Und Schlafzimmer, wie sieht das aus? Ich habe ja kein Bett mehr. Das war kaputt gegangen. Da hast du den Himmel direkt in der Wohnung. Die Tapete habe ich mir ja extra ausgesucht für Schlafzimmer. Und noch die Vögel nicht zu vergessen.
Nee, die will ich mir nächste Woche holen. Vogelsand, Vogelfutter. Muss ich aber noch mal richtig sauber machen vorher. Da kommt hier wenigstens ein bisschen Lärm hier rein. Schon mal ganz gut, dass man sich irgendwo zurückziehen kann. Ein halbes Jahr später. Ich hoffe, dass Wolfgang endlich seinen Halt gefunden hat. Nach so langer Zeit draußen schaffen das nur wenige. Und so mache ich mir Sorgen. Kommt er klar? Ja, schwierig ist erstmal, sagen wir mal, dass man Licht hat, dass man Wasser hat. Und die anderen Sachen, die man nicht kennt, also nicht lange kennt, weil man hier jahrelang auf der Straße lebt, sind das alles neue Gebiete. Und das ist irgendwo beklemmend auch. Das ist der erste Moment, auch die Angst, die man hat eigentlich. Nach diesem Gespräch schaue ich häufiger bei ihm vorbei. Hoffentlich hält er die Enge der vier Wände aus. Dieses Mal habe ich interessante Neuigkeiten für ihn. Es gibt einen Fonds, über den er als ehemaliges Heimkind Geld bekommen könnte. Hallo. Bin ausgezogen. Ausgezogen? Ausgezogen aus der Hütte, oder? Ja. Junge, Junge, Junge. Ja, ich gehe mal Dusche nehmen. Alles klar. Das betrifft alle Heimkinder, ehemalige Heimkinder. Alle, ja. Die werden entschädigt. Genau. Auf jeden Fall fällt's rein, ne? Ja. Warte mal, wo will denn der hinlaufen? Der Lach. Ah, ja. Mal gucken, wer es überhaupt ist. Erst viel später habe ich verstanden, dass es an diesem Abend angefangen hat. Wolfgang hört Stimmen. Hey, da oben. Warte mal gucken. Also, irgendwann ziehe ich hier aus. Was? Das ist ein Irrenhaus hier. Ist so? Ja, klar. Überall klingeln sie. Überall klingeln sie. Kein Quatsch, haben wir so lange gebraucht. Ja. Wie wir runtergekommen sind, hä? Was willst du machen, wenn so ein Irrenhaus ist? Wenn das eine Seniorenwohnung wäre, dann wäre das ganz anders. Warte mal. Schon wieder aufstehen. Ja. Oh. Oh. Fünf Wochen später ruft Wolfgang mich morgens an. Aus der Psychiatrie in Köln-Meerheim. Er hat sich selbst eingewiesen und mich als Vertrauensperson benannt. Nun wollen seine Ärzte mit mir sprechen. Nach 40 Minuten bin ich wieder raus. Drehen durfte ich nicht. Wolfgang sah blass aus, wirkte abwesend und schaute ins Leere. Das liege an den starken Medikamenten, sagten die Psychiater. Wolfgang leide unter Verfolgungswahn und habe ein erhöhtes Suizidrisiko. 6 Wochen wollen ihn die Ärzte in der geschlossenen Abteilung behalten. Ich schaue immer wieder bei Wolfgang vorbei. Als er entlassen wird, bin ich da. Ja, Wolfgang. Wir haben dich vermisst die letzten Wochen. Ja, weil ihr krank war. Und was hast du gehabt? Nervenzusammenbruch. Und wie kam's? Weißt du das? Ja, von den Leuten, die mich gejagt haben. Und jetzt besser? Nö, besser noch nicht.
Ich hoffe, es besser wird, wenn wir nach Hause kommen. Hoffentlich erfahre, was ich da, was dahinter steckt. Hast du denn hier erfahren, was dahinter steckt? Nee, oder? Nee. Hier habe ich es noch nicht erfahren. Das Schrauben packen. Tja. Ja, was machen wir jetzt mit dir die nächsten Wochen? Ja, gucken. Programm. Ja. Ich frage mich, ob vielleicht die Wohnung ein Auslöser für die psychischen Probleme war. War mein Einsatz ein Fehler? So. Wenn was ist, meldest du dich? Ja. Wenn du Angst kriegen solltest, rufst du an. Ja. Gute Nacht. Schlaf auch gut. Elf Wochen später treffe ich ihn wieder. Was für ein Anblick. Wolfgang hat sich tatsächlich Arbeit besorgt. Draußen. Wo sonst? Und ein Schreiben vom Heimerziehungsfonds ist gekommen. Einige tausend Euro Rentennachzahlungen warten auf ihn. Für mich sieht das alles nach einem Happy End aus. Aber ich sag, meine Gedanken, sich zu umzubringen, die sind verflogen, hoffentlich. Die sind verflogen. Also da habe ich gar keine Gedanken dran. Und sonst, dass du verfolgt wirst oder sowas, das ist auch hinweg? Nee, das ist vorbei. Also, ich werde nicht verfolgt. Also, die Gedanken habe ich auch nicht mehr, wie früher. Wie ich mir heimlag, das war halt mir gereicht. Nie wieder. Dahin nie wieder? Nee. Ja, du konntest nicht richtig raus. Du konntest nur mit Begleitung raus. Das war das Schlimmste eigentlich. Ist ja jemand, der die Freiheit so liebt wie du auf jeden Fall, oder? Ja, klar. Ja, klar. Vielleicht kann ich heute Abend gut schlafen. Wenn ich jetzt hier richtig arbeite. Ich habe langsam das Gefühl, dass Wolfgang meine Unterstützung nicht mehr braucht. Wenn du so die Filmarbeiten Revue passieren lässt, war das gut für dich oder war das... Ja, war gut. Dass man das so vor der Kamera sagt, das Leben. Das war schon mutig, denn das Leben breit zu geben. Wie nennt man das denn als Berber, wenn man sich festmacht? Ja, man kann sagen, man hat ein Ziel erreicht, was man sich vorgestellt hat. Und auf dem Ziel kann man ja aufbauen. Das klingt gut in meinen Ohren. Vier Monate später ist Wolfgang verschwunden. Mir geht vieles durch den Kopf. Ich fühle mich verraten. Es ist bitter. Aber dann denke ich mir, dass sein Drang nach Freiheit einfach stärker war als der Wunsch nach einem bürgerlichen Leben.